Willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nachzug Challenge. Im letzten Part haben wir es geschafft, die Arenaleiterin zu besiegen. Selbst wenn sie einen Groudon hatte. Das war nicht einfach. Wir sind immer noch, leicht angeschlagen. Also Ping Rumpel hat einen super Job gemacht. Unsere neuen Teammitglieder, Hashtag DuckDuck und Luffy, auch super Job. Und True Hope hat uns das Game nach Hause geholt mit seinem Solarstreik gegen das Groudon. Alter, das war so gut, dass wir es ihm beigebracht haben. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum Pokémon Center und heilen alles, weil, ja, wir sind ziemlich gerade angeschlagen und alles klar. Hallo, Chia. Malik, ein Glück, dass du hier bist. Kannst du mir bitte helfen? Um was geht's? Ein paar dieser Rüpel und dem Galactic haben sich meinen Pokédex geschnappt. Ah, fuck. Ich brauche deine Hilfe, dann kann ich das nicht zurückholen. Ich warte vor den Lagerräumen von Team Galactic auf dich. Bitte komm. Ja, ja, okay. Ich helfe dir ja schon. Aber erst gehst du zum Pokémon Center. Und aktuell, wo ich das jetzt aufnehme, ist schon meine neue Grafikkarte drin. Ja, ich habe sie endlich bestellt. Sie ist angekommen. Und dadurch habe ich jetzt auch noch einen größeren Horizont, muss ich sagen. Weil durch die Grafikkarte kann ich jetzt auch endlich GameCube-Spiele aufnehmen. Endlich. Weil mit der alten ging es überhaupt nicht. Also das hat gelaggt ohne Ende. Also ich konnte das Spiel nicht mal, selbst wenn ich nicht mein Aufnahmeprogramm gestartet habe, konnte ich das nicht spielen. Gar nicht. Ging nicht. Mit der neuen geht's. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich habe da schon ein bisschen, sag ich mal, so schon rausgesucht, falls, als Notfallprojekt, falls Platin jetzt vorzeitig endet, dann habe ich es gerade mit Pokémon geheilt. Ja. falls es halt wirklich vorzeitig endet und wir sterben durch irgendein Legi oder so, weil das wäre kacke. Und was haben wir hier überhaupt? Eine Fausttafel, Die könnten wir Luffy geben. Auf der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Um Zeit und Raum miteinander zu vereinen, muss drei Wesen geboren. Okay, alles klar. Ich verstehe zwar kein Wort, aber in Ordnung. Jetzt mache ich mir erstmal die Rübe hier fertig. Lucia, lass uns die kalt machen. Oh Malik, sag mal, kannst du mir helfen? Du kennst doch diese Team Galactic, diese schrecklichen Leute mit ihren schrecklichen Frisuren. Sowas von den 90er Jahren, Mann. Sie wollten vor einer Weile Professor Ibis Forschungsergebnisse in die Jubelstadt anwenden. Weißt du noch? Ach, die Lappen. Tja, und jetzt haben sie mir meinen Pokédex geklaut. Ja, was wollen sie eigentlich da kurz anfangen? Die können doch einfach einen neuen geben. Nein, ich will den! Warum? Der ist pink! Okay. Bitte hilf mir, ihn wieder zu erlangen. Lass uns zusammen kämpfen. Alles klar. Du und deine Pokémon zusammen mit mir und meinen Pokémon. Ein Traumteam, ein Dreamteam. Das ist einfach, wir können einfach nicht verlieren, okay? Ich will einfach nur mein Pokédex. Also, mach die Kerle platt. Das sind solche Lappen, sag ich dir, Mann. Die heißen beide Jill. Oh, Jill. Und die haben Plimpho und Damirplex. Alles klar. Also, eigentlich ist es kein... das ist eigentlich ziemlich gut, weil... Bitte sag uns, dass wir jetzt mit Porygon die Fähigkeit von Damirplex kopieren. Weil wir haben... Oder haben wir Download? Ja, ich glaube, wir haben Download, oder? Ja. Ich dachte gerade, wir haben keinen Download, aber... Naja, es ist nicht so schlimm, weil... Spezialangriffsplus ist schon... Ja, muss ich sagen. Steckst du weg, Porygon? Ease! Komm! Ease! Ja, steckst du weg, Mann. Geht, Alter, das ist jetzt Doppelteam, wie eklig. Gut für uns, aber trotzdem ekelhaft. Press dem Ziehstrahl. Der ist zwar kein Step, aber plus 1. Und, Alter, das macht nichts. Oh, scheiße, das stimmt ja, das ist ja... Oh, fuck. Aber, das hat Temposchub sogar. Nice. Aber halte ich noch so ein Bodycheck aus. Ich drücke mal auf die Genesung, sicherheitshalber. Weil, hier haben wir mal Scanner, okay. Weil ich habe jetzt echt Angst, dass... Alter, okay. Ja, perfekt. Da würde ich mal sagen, guter Play. Weil wir haben sie angegriffen und sind wieder full live. Und die haben gerade beide Yammer angegriffen. Diese Idioten. Die hätten mich angreifen müssen, dann hätten sie mich erledigt eigentlich. Aber naja. Als ob es einen Doppelscanner bekommt. Alter, das ist schon leichter Betrug. Oh shit, da kommt wieder ein Bodycheck. Und den stecken wir wieder weg. Aber ich denke mal, dieser Psy-Strahl wird es dieses Damirplex ins Jenseits befördern. So ist es auch. Bitch. Und Plimper, wen greifst du an? Ja, Yammer läuft. Und Yammer kriegt wieder einen Temposchub. Alter. Lombrero.
Gegen Lombero können wir nicht viel machen, aber es kann auch nicht viel gegen uns machen. Aber trotzdem setze ich die Genesung ein. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich habe Angst. Ich möchte nicht Hashtag Duck Duck verlieren. Es ist so gut. Es ist einfach zu gut. Es ist zu gut, um zu sterben. Aber es geht auf Yammer, Lombero. Ich setze wieder die Genesung ein, um mich hochzuheilen. Noch was gegen Plimper? Auch auf Yammer? Oder auf mich? Oh, steht auf Yammer. Ah, oh. Natürlich war es ein Volltreffer. Alter, es war so klar gerade. Als es dann so viel abgezogen hat, es war so klar. Und Alter, die hat eine Meganie. What the hell? Ich würde sagen, ich gehe auf Plimper, weil... Obwohl, Zauberblatt, es trifft neutral, glaube ich. Oh ne, es geht gleich komplett auf Plimper. Oh. Okay, dann geht mein Angriff auf Lombrero, wenn du meinst. Ich kann damit leben. Ich wollte nur das Plimper umbringen, aber ich kann damit leben. Ja, definitiv. Luffy ist schon 27, krass. Weil ich tue die jetzt erst dann vor der nächsten Arena hochleveln. Weil das ergibt für mich einfach mehr Sinn. Weil ich möchte jetzt noch nicht so overpowered sein. Wir sind eh schon overleveled mit den anderen Pokémon. Weil, Alter, wir sind schon über 30. Wir waren so stark wie der dritte Arena-Leiter. Alter, das war ein Crit, nice. Und das ist halt echt krass. Das ist halt wirklich sehr krass. Und ich hoffe, dass dieses Megane dieses Ramaidon umbringt. Weil sonst haben wir ein Problem. Nein! Oh, okay. Bitte bring es um, damit ich dann auf Lombrero gehen kann. Du bist so ein Vollidiot. Megane, yeah. Was tust du? Du hättest auf Ramaidon gehen sollen, Zauberblatt hätte ihn sowas umgebracht. Aber nein. Aber naja, was soll's. Ich kann damit leben. Oh shit. Wie viel macht das? Weil Ramaidon hat eine... Alter, das hat einen enorm hohen Angriffswert und das macht trotzdem echt extrem viel Schaden. Oh mein. Das ist... Weil Ramaidon hat so einfach... krass hohen Angriffswert, das ist echt nicht mehr normal. Aber das müsste jetzt tot sein. Also wenn das erste Zauberblatt wegsteckt, dann sage ich wirklich, wie schlecht. Aber es steckt sich weg. Auf jeden Fall nochmal kurz, um auf die Arena-Leiter und Levin zurückzukommen. Ich möchte es halt lieber später machen, weil dann sind wir wirklich einfach nicht so overlevelt. Um es ganz kurz aber zu fassen. Punkt aus. Ja, gib mir das Geld und halt die Klappe. Danke. Das steht doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns in Hauptberg die neue besorgen. Am besten welche von Pier Uber. Mit denen gewinnen wir doch eh alles. Pfff. Wen interessiert schon dieser dämliche Pokédex? Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das ganze Universum. Gar nicht gestört. Nein, überhaupt nicht. Hier, nimm deinen dämlichen Pokédex. Pah! Naja, wenigstens haben wir den Pokédex wieder. All den Kram, den wir bei uns auf dem Gelände hatten, haben wir sowieso schon weggeschafft nach Weideburg. Und so übernehmen wir uns wie das, was wir sind, wie Rüpel. Frei nach Motto, ihr bekommt euren Senf ab. Naja, erzählt ihr Scheiße aus und so, also kein Ding. Was geht hier vor? What the fuck? Warum laufen die Typen von Team Galactic hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Solche Idioten. Malik, wie kann ich dir denn nur danken? Ohne mein Pokédex wäre ich verloren gewesen. Naja, es wäre nur ein Gerät, du hättest dir einfach ein neues besorgen können. Nein, der ist einfach pink! Okay, alles in Ordnung. Für mich als Assistentin von Professor Eibel ist er wirklich unersetzlich. Am meisten das Pink. Was hast du denn als nächstes vor, Malik? Ich werde wohl zum Pokémon-Landgut und an der Route 212 gehen. Als Besucher bekommt man dort seltene Pokémon zu sehen, habe ich gehört. Okay. Oh nein, Lebel. Hab keine Furcht, meine Kinder. Ich bin in Windeseile herbeigeeilt, als ich von einem Duell zwischen Kindern und Team Galactic hörte. Mein erstklassiges Spürnase sagte sofort, dass ihr es was seid. Oh. Da ist ja wieder dieser seltsame Typ aus Superstadt. Der macht mir immer Angst. Wie ungehobelt. Doch mein Genie zu verkennen, ist als Teil meines Plans. Ich wollte nicht unhöflich erscheinen, aber sie sind wirklich ziemlich komisch. Die könnten Klatsch so einer sein, der einfach so Kinder mitnimmt in ihren Wellen und dann schlimme Dinge mit ihnen anstellt. Team Galactic hat mir meinen Pokédex weggenommen, deshalb bin ich wütend. Es ist mir einfach so ausgerutscht. Ich gehe jetzt besser und nehmt euch vor, Team Galactic. Oh. Na, das war die ganze Zeit gerade nebenbei gesagt. Ah ne, das war Dottelchi, okay. Oh, Alter, ich dachte es gerade, ey.
Das spielt alles keine Rolle. Die kriminelle Aktivitäten von Team Galactic ist das, die mich interessieren. Halbseligkeit eines Kindes zu stehen, scheint eine ungewohnte, harmlose Tat. Doch hege ich weiter meinen Verdacht gegen diese düstere Syndikat. Syndikat. Diese düstere Syndikat. Alles klar. Diese Tat könnte eine Ablenkung sein, die mich vor der Fährte abbringen soll. Wir müssen ihr Gelände untersuchen. Komm mit! Wir werden es unserem prüfenden Blick unterziehen. Aber ich bin doch gar nicht mit, der Raum ist dunkel. Nein! Jetzt habe ich Angst. Meine unvergleichbare Spürnase sagt mir, dass wir einen Schlüssel brauchen. Was du nicht sagst bei der Tür, hätte ich es nicht gedacht. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als die Entfleuchtung nicht zu erfolgen. Hey, da hinten liegt ein Item. Oh, diese versteckte Maschine. Sie hat die Tacke fliegen. Yes! Mal lege ich überlasse die aus Gründen, die ich nicht offenlegen darf. Doch dafür wir sie nicht hierher lassen. Doch dürfen wir sie nicht hierher lassen. Sonst fliegt uns Team Galactic doch davon. Ja, danke, Mann. Was haben wir in dieser Übung gelernt? Nicht viel. Nun ja. Interessanter ist sowieso, was ich in der Spielhalle aufgeschnappte. Team Galactic hat all das nach Weideburg transportiert. Etwas Verdächtiges. Es ist alles verdächtig, was von Team Galactic stammt. Ja, egal. Was sie nur im Sinn haben, wir wissen es nicht. Doch es ist zweifelsohne grässlich. Alles gleich, nimm mal die VL-Fliegen an mich und hau dann ab. Alter, wäre die jetzt auch gerandomized weiß gewesen, ich hätte gekotzt. Ist halt wirklich so, Alter, das wäre so bitter gewesen. Das wäre so bitter gewesen. Das wäre schon mies. Sorry, musste kurz, ja, ein bisschen mich ausstrecken. Deswegen habe ich gerade nichts gesagt. Aber auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter. Normal, also wir gehen jetzt einfach auf die nächste Route und machen uns auf den Weg nach Weideburg. Weil das war eigentlich unser nächster Zielort, wo uns gesagt wurde. Das bedeutet aber auch, wir kriegen einen neuen Encounter. Und ich hoffe, das ist etwas, was wir ins Ziel nehmen können und was gut ist. Mit dem man wirklich kämpfen kann. Weil ich brauche irgendwas zum Kämpfen. Irgendwas. Am besten spezielle Angreifer. Uns fehlen eh so viele spezielle Angreifer. Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wir müssen ein schnelles Interview. Nein. Oh, wie schade. Vielleicht gab es ein andermal. Nö. Hey, bist du nicht der Typ von dem Pocket Catch? Du willst die Route für 214 entlang gehen? Das ist wirklich dein Ernst, ich war. Die ist doch viel zu unwegsam und dort gibt es nichts zu sehen. Gut, da gibt es diese Ruinenmaniac, den du mal besuchen könntest. Dieser Typ kriegt sich ganz allein durch die dicksten Feldsteine. Okay, danke für die Info. Aber, na fuck, wir müssen erstmal diesen Trainer aus dem Maul hauen. Sonst kommen wir nicht an die schönen Pokis ran. Da, hinter dir! Du standest links von mir, aber nicht hinter mir, also, ja, egal. Lass uns kämpfen, Thomas. Ein Hundemon. Da würde ich mal sagen, da ist Hashtag DuckDuck die genau falsche Wahl. Ja, der angesteigt Auto ist eh komplett ruiniert. Ich würde mal sagen, wir gehen auf RGE. RGE resistet Feuerattacken. Das war keine Unlicht, aber immer noch Feuerattacken. Und damit sollten wir es eigentlich ganz gut abpacken können. Ja, das macht nichts. Also, ich komme locker mit zurecht. Ich würde sagen, Aquaknarre. Alter, wehe Flinch. Gut. Was heute bei mir jetzt auch gemacht wurde, wo ich aufgenommen wurde, ist meine eigene Internetleitung. Weil ich habe mir eine neue Wohnung und so. Weil ich muss gerade über irgendwas reden und Alter, der wächst doof zurück. Was? Sonnenflora, als ob. Das ist halt echt ein guter Switch, muss ich sagen. Ja, ich muss dann raus, weil das Vieh bringt mich um. Aber auf jeden Fall, und Alter, schaut euch die Level an, der ist Spange 27. 27! So wie zu, wir sind overlevelt. Sind wir gar nicht. Aber, wie gesagt, ich habe jetzt eine eigene Wohnung, baue natürlich eine eigene Internetleitung, weil ich bin aktuell bei jemand anderem drin. Und da kann ich nicht ewig drin bleiben. Geht nicht. Weil, erstens, ich hasse WLAN beim PC. Das Erste. Das Andere ist, da sind schon viele Leute drin und deswegen möchte ich derzeit auch rausgehen. Die Internetleitung wurde gelegt, allerdings muss die Telekom und die Stadt bei mir noch was machen. Leider. Das heißt, ich habe immer noch kein. Also, mein Netzwerk ist da, aber ich habe immer noch keinen Internetanschluss so in dem Sinn.
Also ich kann mich nicht mit diesem Internet da verbinden. Das heißt, noch so lange jetzt mit den WLAN aushalten, bis dann das heute dann gefixt wird. Also nach der Aufnahme denke ich schon, dass es dann fertig sein müsste mit gefixt und dass ich eigentlich mein Internet habe. Hoffe ich wirklich sehr. Weil ich freue mich schon irgendwie, wenn ich LAN habe auf dem PC, weil... Und sorry, dass ich gerade so laut geworden bin. Tut mir echt leid. Aber ich freue mich halt wirklich riesig, weil es ist halt LAN. Das heißt auch, ich könnte dann streamen in der Theorie. Ich müsste es halt auch einstellen und ausprobieren und so. Dauert halt noch, ich muss es erstmal reinfinden. Aber wenn es dann alles eingestellt ist, spricht nichts mehr dagegen, einen Stream zu machen mal. Oder ein ganzes Stream-Projekt. Wo ich jetzt sage, yo, das bringe ich jetzt nicht als Let's Play, sondern als Stream mit euch. Wie würdet ihr eigentlich die Idee finden, mal so Stream-Projekte zu machen? Ich mache das mal oben dann in der Infokarte eine Abstimmung. Da könnt ihr auf dieses i da oben klicken. Und dann sehen wir ja mal, was ihr davon halten würdet. Ja oder nein, wie ihr zu Streams stehen wird als Projekt, wo wir es dann alles zusammenzocken. Aber jetzt müssen wir jetzt endlich mal diesen Pokémon-Trainer fertig machen, weil der hält uns dann genug auf. Wir wollen ja in dem Part noch endlich den Encounter sehen. Deswegen Rasierblatt. Und pau. FIFA-Schwäche. Bietsch. Ciao, Welser. So. Welser ist tot. Bleiben wir doch als. Mann, warum bin ich heute so müde? Ich gehe gerade echt ein bisschen viel, muss ich sagen. Aber einfach nur noch Hundemon töten und dann noch das Pokémon fangen. Und dann würde ich sagen, war es das schon heute wieder mit dem Part. Wieder so ein kleiner knackiger Part, kostet ein bisschen gelabert und so. Wie immer halt, ihr müsst ja mein Gelaber auch ertragen können. Ja, ich sehe schon, ja, die Video. Ja. Ich hole mir dem keine Bots oder so. Ja. Nein, ich hole mir wirklich keine Bots dafür, weil ich habe nicht mal einen Bot, wo ich sage, yo, ich hole mir jetzt gebot Abos oder so, weil ich habe sowas echt nicht nötig. Ich weiß, wieder so ein kleiner Themawechsel. Aber gebeutelte Abos bin ich halt echt nicht so ein Fan, weil es sind halt keine echten Abos. Die bringen dir halt nichts. Klar, du hast die Zahl da stehen, aber viel bringt es dir auch nicht weit. Es hilft ja nicht viel weiter. Deswegen bin ich persönlich so sagen, jo, gebeutelte Abos vermeiden, wenn es geht. Höchstens jemand bottet dich und alter Menki, Luffy entwickelt sich. Ja, warum soll ich nein sagen? Meinst du, wir sind Sache, er lernt Luffy nichts mehr? Also holen wir mal den richtigen Luffy raus hier. Dann ist es auch schon echt bald einsatzbereit. Alter, wir haben Rasaf. Jop. Läuft. Hat er denn noch eine Attacke? Raserei. Raserei ist nicht so gut. Nein, keine Raserei. Raserei ist halt echt eine scheiße Attacke. Die hat nur 20 Stärke. Klar, sie wird immer stärker, wenn du es angreifst, aber trotzdem. Es bringt halt echt nicht viel. Und ich würde mal kurz sagen, dass ich RGE kurz heile, weil ich will nicht, dass es dauernd mit einer Vergiftung rumlaufen muss. Gegengift. Alter, ich muss dir echt mal was einkaufen. Holy shit. Ich bin komplett pleite. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Das hat ein großes Wesen und die Sets sind eigentlich in Ordnung. Und die Attacken auch. Also wir könnten es in der Theorie jetzt schon bald verwenden. Ich wollte es auch gerne auf Level 29 bringen und dann, haben wir ein neues. Vollwertiges Teammitglied. Aber jetzt hat erstmal den Encounter der Rote. Und der ist... What the fuck? Yo. Also wenn wir das fangen können. Was will uns aufhalten, Leute? BTF Rayquaza! Ein Rayquaza ist heftig. Ein Rayquaza ist so heftig. Ich würde mal sagen, wir schwächen sie jetzt erstmal an. Und dann werfen wir Nestbälle ohne Hände. Weil die Nestbälle wirken noch bis Level 30 meines Wissens nach. Und die sind halt echt gut. Für den Anfang. Und alter Scheiße. Jetzt muss ich langsam aufpassen. Wir können mal schon mal einen Nestball werfen, wie er reagieren wird. So, Nestball. Weil das Level ist noch nicht so hoch von Rayquaza. Und bitte, wie viel? 1? 2? Alter, schon 2 Wackler. Aber ich habe Angst, dass wir... Antikraft. Ich habe Angst, dass wir es mit dem nächsten Psychstrahl umbringen. Wir sind halt echt plus 1, ne? Da habe ich echt... Ich habe echt Schiss. Ich habe wirklich Schiss. Ich will das nicht umbringen. Ich will das echt nicht umbringen. Das ist so gut.
Ich würde mal sagen, wir gehen auf Pink Roper, weil ich habe es nur AT-Kraft gesehen und Grimasse. Ich glaube nicht, dass es noch eine andere Attacke gerade drauf hat. Und die Drachenklaue, ja moin! Wir tun das Resistance zum Glück. Alter Shit. Oh Mann, Alter, ich will dieses Rayquaza. Alter, das Rayquaza wäre so gut. Das wäre so gut. Plupstrahl, weil das wird resisted, also. Und Rayquaza ist halt nicht die schlechteste Defensivwerte, muss ich sagen. Und es wird resisted, also. Das war knapp. Also, das war jetzt gerade so grenzwertig, ne? Aber, Alter, wenn wir Rayquaza kriegen. Wenn wir Rayquaza kriegen, ey. Das wäre so krass. Das wäre krank. Das wäre wirklich krank. So, komm schon. Nestball. Bitte bleib drin. Weil jetzt muss ich dich halt noch einschreiben, bitte. Nein. Ich will dieses Rayquaza machen. Ich will das Rayquaza. Alter, das macht halt echt keinen Damage. Also wir kommen gerade ganz gut zurecht. Wir können uns immer hochheilen. Der hat noch genug AP übrig. Aber ich mache mir jetzt Sorgen um die Pokebälle, ne? Ich muss sagen, ich muss auf True Hope gehen. Ich muss. Weil ich muss das einschläfern. Ich glaube, ohne Schlafbruder kommen wir nicht weit. Und ich bezweifle, dass er jetzt auf die Drachenklaue klickt. Und ja, das hängt mir eigentlich ziemlich gut weg. Deswegen Schlafbruder. Die Drachenklaue. Die Drachenklaue. Schlägst du weg. Hope, Hope, Hope. Schlafbruder. Nein! Nochmal. Windhose. Ja, die müssten wir locker wegtanken. Wenn wir die Drachenklaue wegtanken, tanken wir auch die Windhose weg, Mann. So, Schlafbruder. Yes! So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder auf Ping Rotbart, weil er steckt halt drei Quasi-Attacken am besten weg. Weil er resistet alle Attacken von ihm. Ist halt ziemlich praktisch. Und ich hoffe jetzt mal, dass es jetzt nicht sofort aufwacht. Gut. Weil jetzt können wir jetzt einen Ball werfen, er ist angeschwächt und schläft. Also wenn das Ding jetzt nicht drin bleibt mit dem Nestball, dann weiß ich auch nicht, weil wir haben die besten Voraussetzungen. Wir haben einen Nestball, es schläft und es ist im roten Bereich. Das wäre so ein krasser Abschluss für den Part. Alter, komm schon. Eins, zwei, drei. Oh. Ich nenne es Shenlong. Oder ich nenne es Shenlong, weil Dragon Ball Super hat diesen Sonntag geendet. Und ich bin immer noch ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass es vorbei ist. Aber auch irgendwie freue ich mich, wenn es weitergehen würde. Das heißt jetzt wird Shenlong so geschrieben? Fuck. Es wird auch nur mit L. Also Shen und Long. Wenn ich google es dann nochmal schnell nach, wenn es falsch ist. Also ich schreibe es mal so. Aber alter Scheiße. Wir haben einen fucking Rayquaza gerade gefangen. Mit einer Hand. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Es ist zwar wieder ein fucking physischer Angreifer, aber... Alter, das ist ein fucking Rayquaza. Ich würde mal sagen... Wir beenden dann den schnell in den Part. Alter, besser kann es... Es kann nicht besser laufen gerade, also sehr... Boah, scheiße, Mann. Wir haben einen Rayquaza. Wir haben einen Rayquaza. Aber okay. Erstmal wieder beruhigen. Ich lasse euch, glaube ich, auch abstimmen, also in den Kommentaren schreiben, ob ich Rayquaza mit ins Team nehmen soll, weil es ist halt schon fucking overpowered und wir sind eh schon gerade ein bisschen overleveled, ob wir es uns als kleines Backup aufheben wollen. Das lasse ich euch entscheiden. Also auf jeden Fall hinterlasst einen Like und einen Kommentar, wenn er euch gefallen hat, weil das Ende... Alter Scheiße, wir haben fucking Rayquaza, Mann. What the hell? Aber auf jeden Fall, hinterlasst einen Like und einen Kommentar. Und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Also, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Pokémon Platinum Randomizer Nasdaq Challenge mit unseren fucking Rayquaza. Ciao.